Ja, hallo, wir wollen heute über den Hohenloher Kultursommer reden. Neben mir sitzt Intendant Markus Meyer vom Hohenlohe Kreis. Schön, dass Sie heute da sind. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, was ist denn der Hohenloher Kultursommer überhaupt? Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Der Hohenloher Kultursommer ist ein Musikfestival. Ein Musikfestival, das über nicht nur im Hohenloher Kreis, sondern auch im Landkreis Schwäbisch Hall, also im ganzen Kulturraum Hohenlohe stattfindet. Wir veranstalten Konzerte in 5 Landkreisen, also auch im südlichen Main-Tauber-Kreis. Wir haben ein Konzert sogar im Landkreis Ansbach. Da gibt es nämlich auch ein Hohenloher Schloss, das in der Geschichte zu Hohenlohe gehört. Ja, und diesen Hohenloher Kultursommer gibt es seit 1987. Und das Besondere an dem Musikfestival ist, dass wir die Konzerte in historischen Spielstätten veranstalten. Also nicht in normalen Stadthallen oder irgendwelchen Konzertsälen, sondern in historischen Gebäuden, vor allem den Fürstenschlössern, den Klöstern und den alten schönen Dorfkirchen, die wir hier im Hohenloischen haben. Das ist schon bestimmt auch eine richtig schöne Atmosphäre. Was kommen da für Künstler? Gibt es da irgendwelche Highlights? Ja, Highlights gibt es natürlich immer. Als Intendant tut man sich schwer, aus 70 Konzerten eins oder ein paar rauszuziehen. Das mache ich ungern. Mir sind alle Konzerte gleich wichtig. Das Besondere ist wirklich die Verbindung von Musik und diesem Raum. Also das wird wirklich zu einem Gesamterlebnis, weil man muss sich vorstellen, dort ist vielleicht die Musik vor 200, 300 Jahren bereits ja schon so erklungen. Also zum Beispiel in einem Kloster oder in den Fürstenhäusern ist ja auch musiziert worden und wir versuchen das dann eben jetzt wieder mit aktuellen Künstlern auf die Bühnen zu bringen, an den Originalschauplätzen, wenn man so will. Ja? Und wir sind im Herzen ein Klassikfestival, ein Kammermusikfestival, aber wir haben auch sehr viel Weltmusik dabei. Also 15 Konzerte sind im Bereich Weltmusik anzusiedeln. Das bedeutet, da ist Irish Folk dabei oder auch mal ein bisschen moderne alpenländische Volksmusik. Wir haben aber auch dieses Jahr ein Ensemble aus Armenien dabei. Und eine kleine Sparte ist noch die sogenannte alte Musik, sprich Renaissance, Frühbarock, Mittelaltermusik. Auch das bringen wir dann zum Teil mit historischen Instrumenten auf die Bühnen. Also ein herausragendes Konzert gibt es noch dieses Jahr. Wir haben sowieso immer ein großes Musikfest auf Schloss Weikersheim, was sehr beliebt ist. Da gibt es auch ein schönes großes Feuerwerk. Und dieses Musikfest verlängern wir dieses Jahr um einen Tag. Und am Freitag, den 1. Juli, haben wir die Kölner Kultband, die Höhner, zu Gast. Und die kommen mit großem Orchester. Und das Programm heißt Höhner Philharmonics. Und sie spielen praktisch ihre Hits und auch noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, sie spielen auch was von den Beatles und so. Aber das mit großem 40-köpfigem Streichorchester. Und ich glaube, das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Dann Open Air in einem wunderbaren Schlosspark von Weikersheim. Ja, das ist im Prinzip ein großes, herausragendes Konzert und steht ein bisschen sinnbildlich für den Hohenloher Kultursommer. Okay, das hört sich sehr interessant an, ja. Gibt es auch was, was speziell für junge Leute ist, sag ich mal? Ja, also vor allem die Weltmusik, würde ich sagen. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr eine Band dabei, kann ich mal ins Programmheft gucken, am 4. September. Das ist eine junge Band aus Westirland, die heißen Billowood und die machen eben ganz modernen Irish Folk. Ja, also das geht fast in Richtung Pop, Singer-Songwriting. Also wir haben schon versteckt Konzerte und Programme, die auch junge Leute und jüngere Leute ansprechen. Ja? Und ich denke, dass jeder, der irgendwie ein Musikinstrument lernt, ja auch ja, interessiert ist, dann andere junge Leute zu sehen. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr unseren 19. internationalen Wettbewerb für Violine. Und da kommen aus 20 Ländern dieser Welt bis zu 70 junge Geigerinnen und Geiger und die dürfen nicht älter als 21 Jahre alt sein. Okay. Und die spielen wirklich auf Top-Niveau und da kann man dann auch wirklich sehen, ja, dass man weiterhin gut üben soll, Ja. wenn man selber ein Instrument spielt. Wir haben aber auch Konzerte, die gehen ein bisschen fließend in den Jazz über. Wir haben gerade in Schwäbisch Hall jetzt zum Beispiel am 30. Juli ein Konzert mit Klavier und Bassklarinette. Und die gehen so ein bisschen in den Jazzbereich. Und wir haben aber auch in Schwäbisch Hall ein ganz interessantes Konzert dieses Jahr, noch ein Konzert für Klavier, Cello und Video. Also es gibt das Konzert heißt Das Meer.
Und da wurden spezielle Videoclips von der Nord- und Ostsee gedreht und das wird gezeigt im Hintergrund und davor spielen dann Cello und Klavier live die Musik dazu und vertonen praktisch die Bilder, wenn man so will. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch was ganz Interessantes, was auch jüngere Leute anspricht. Ja, sehr interessant, doch. Es gibt nicht nur Mozart und Haydn und Tchaikovsky bei uns, sondern es gibt auch wirklich, wenn man mal genau reinguckt, vielleicht ein bisschen versteckt, doch auch ganz, ganz interessante Programme für junge Leute. Mhm. Jetzt ist da doch einiges geboten, ziemlich viel. Ich sehe auch, die Broschüre ist dicker als manche andere Broschüren. Ja. Viele vom Bildschirm haben die Broschüre jetzt nicht. Wo gibt es weitere Informationen? Wo kann man sich das angucken? Also man kann dieses Programmheft natürlich irgendwo mitnehmen, wo es auslegt. Das liegt vor allem bei den Touristinformationen aus, aber auch bei ganz normal irgendwo im Handel, in Shops oder hier im Landratsamt. Mhm. Aber das gibt es auch digital zum Durchblättern. Einfach bei uns auf die Webseite gehen, Hohenloher Kultursommer, gibt es bei Programmheft, gibt es einen Rider, Programmheft durchblättern und dann kann man das schön auch digital durchblättern. Ja. Ansonsten versuchen wir natürlich auch auf den Facebook- und Instagram-Kanälen präsent zu sein und dort dann auch einzeln die Konzerte zu bewerben. Mhm. Ja. Oder man kann uns einfach schreiben. Auch über die Website gibt es ein Kontaktformular, dann schicken wir das Programmheft auch kostenlos zu. Perfekt, ihr findet alle Links nochmal in der Beschreibung. Herr Mayer, vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns das erklärt haben. Sehr gerne, danke. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.